2019, das neue Börsenjahr, was kommt da auf uns zu? Wir wagen einen kleinen Ausblick auf das neue Börsenjahr und so ein Ausblick ist natürlich nie ganz einfach. Man liegt da schnell mal falsch und auch die Börsenprofis, die liegen ja regelmäßig falsch sogar. Aber wir versuchen es heute trotzdem und gehen unerschrocken ran an die Sache. Und damit herzlich willkommen bei Zukunftsmärkte. Ja, unser Ausblick. Schauen wir jetzt erstmal ein bisschen zurück. Wie war das Ganze denn Ende 2017? Weil da gab es ja auch Ausblicke und damals hat sich das alles ja anders angefühlt, viel besser. Wir hatten starke Börsen damals, klare Aufwärtstrends, überall Rekordstände beim Dow, beim DAX. Emerging Markets sind auch gut gelaufen, die globale Konjunktur, alles sehr robust, hervorragend und die Stimmung war natürlich auch sehr gut in allen Kommentaren. Und trotzdem, wenn wir zurückschauen, es kam eigentlich doch anders. Also seit Januar im letzten Jahr war plötzlich schon eine hohe Nervosität da und es ist am Ende des Jahres, wenn wir da eine Bilanz ziehen, auch fast alles dann doch nach unten gegangen. Und das ist schon interessant und das ist für uns als Anleger auch wichtig, dass man sich da immer vor Augen hält, ein bisschen wie trügerisch das auch sein kann, solche Stimmungen. Also, dass man sich da nicht immer drauf verlassen darf, auf das, was einem da gesagt wird und was da alle so von sich geben, weil das führt manchmal schon in die Irre und das macht das Ganze manchmal auch sehr schwierig. Ist klar, weil Stimmungen und Überzeugungen, auch die eigenen Überzeugungen, die man vielleicht hat von der Entwicklung momentan, das sind eben oft auch nur Momentaufnahmen, abhängig von dem, was gerade eben so passiert oder passiert ist. Und das muss man vor Augen haben, auch jetzt, wo es ja doch ganz anders ist, wo die Stimmungslage fast schon umgekehrt ist. Auch das muss man hinterfragen. Es kann auch diesmal trügerisch sein. Es muss nicht trügerisch sein, natürlich, aber es kann trügerisch sein und kann auch diesmal wieder in die Irre führen. Gerade wenn wir auch die Volatilität nehmen, die Schwankungsbreite, die ja ein Gradmesser ist für die Nervosität am Markt vor einem Jahr, die war ja auch extrem niedrig, obwohl es auch damals durchaus Probleme gegeben hat. Ja, also Trump hat ja damals schon Handelsabkommen aufgekündigt ständig. Es gab den Brexit, es gab Italien schon die Probleme, der Russland-Konflikt. Das war damals am Markt oder für die Marktteilnehmer, aber auch alles noch relativ egal. Ich weiß nicht mehr genau, wer es damals gesagt hat. Ich glaube, es war Goldman Sachs. Die haben gesagt, irgendwann 2017, die Volatilität, die sei jetzt so niedrig und die Märkte, die seien so unerschütterlich auch, das werde sich jetzt nicht mehr ändern. Da müsse jetzt schon ein Krieg kommen, damit sich das wieder ändert, damit die Volatilität wieder steigt. Es war natürlich nicht so, es kam kein Krieg. Was gekommen ist, ist der Handelskonflikt USA-China, der hat sich verschärft. Uns kam noch was, das vielleicht noch wichtiger war. Und das war eigentlich aber seit Jahren absehbar, nämlich, dass die Fed, also die US-Notenbank, dass die die Zinsen anhebt oder weiter anhebt, gerade weil ja auch alles so toll gelaufen ist, speziell in den USA. Das stand also im Grunde im Raum seit Jahren, dass das früher oder später kommen muss. Und trotzdem, obwohl es so im Raum stand, es hat offensichtlich die Märkte relativ kalt erwischt und es hat sich weltweit auch ziemlich ausgewirkt. Man kann sagen, 2018 das wichtigste weltweit an den Börsen, auf Aktienbörsen,
Anleihen, Börsen, Devisenmärkte, aber auch im Zentrum stand da immer irgendwie der Dollar wegen dem Zinsniveau in den USA und wegen der Überzeugung, die Zinsen in den USA, die steigen jetzt. Das macht den Dollarraum attraktiv. Da fließt Geld in den Dollarraum zurück in den US-Bondmarkt, weil es da plötzlich viel höhere Zinsen gibt als vorher. Und wir hier haben wir auch den Zins auf 10-jährige US-Staatsanleihen. Und da sehen wir, die sind in den letzten 1,5 Jahren wirklich stark gestiegen, beziehungsweise eigentlich schon seit mehr als 2 Jahren. Wir haben da ein Tief noch gehabt bei 1,3% Mitte 2016 aus fast unerfindlichen Gründen, möchte man sagen, im Nachhinein. Also die Inflation war zwischenzeitlich noch mal ziemlich niedrig und offenbar hat man damals gedacht, das bleibt jetzt so die ganze Zeit und dementsprechend auch dann die Zinsen. Wenn die Inflation niedrig ist, müsse die Fed die Zinsen ja nicht anheben und dann war man da wohl überzeugt, die Fed wird da in der Hinsicht wohl auch nicht so viel machen. Und das war das Grundszenario jetzt sehr lange, starkes Wachstum in den USA und fast keine Zinsen. Das war das, wovon die Marktteilnehmer unausgesprochen ein bisschen ausgegangen sind. Also tolle Sache, aber am Ende kam es dann natürlich doch nicht so. Und dass die Zinsen aber gestiegen sind in den USA, das hat dieses Jahr 2018 in erster Linie und als allererstes die Schwellenländerbörsen belastet, weil da war man besonders der Meinung, die müssen jetzt Geld verlieren, müssten das jetzt verlieren, das jetzt in den Dollarraum zurückgeht. Vorher war es ja so, ordentliche Zinsen, die hat es fast nur in den Schwellenländern gegeben, weil da war das Wachstum. Uns hat da ja auch keine Nullzinspolitik, keine jahrelange gegeben oder sowas. Und dann sind aber in den USA die Zinsen auch gestiegen letztes Jahr. Geld ist rausgeflossen aus den Schwellenländern, beziehungsweise man war der Meinung, das müsse jetzt passieren und das hat die Schwellenländerbörsen entsprechend belastet. War sozusagen eine sich selbst erfüllende Prophezeiung, über die wir ja hier auch viel und ausführlich berichtet haben. Zukunftsmärkte, hier der Kanal, der beschäftigt sich allgemein mit Finanzthemen natürlich, aber mit einem starken Schwerpunkt auf den Emerging Markets. Und wenn Sie das interessiert, wir haben hier viele Beiträge über das, was los war in China, in der Türkei, Argentinien, Russland und auch immer wieder Einzelaktien besprochen. Also einfach mal auf den Kanal gehen, sich hier umschauen oder noch besser anmelden bei Zukunftsmärkte, weil ich bin mir sicher, wir werden auch 2019 viele Beiträge haben, die für Sie vielleicht interessant sind und dann beim Anmelden natürlich auch gleich auf die Glocke drücken, das ist die Benachrichtigung, wenn neue Beiträge erschienen sind. Grundsätzlich also 2018, man hat, das war auch ganz interessant und wichtig, man hat die Welt sozusagen ein bisschen aufgeteilt in zwei Hälften. Auf der einen Seite, da gab es den tollen US-Markt, der Dollar stark. Es gab die Steuerreform von Donald Trump, also starkes Wachstum, das war alles toll und darum steigende Börsen, da ist noch Luft nach oben, hat man gesagt. Und die hohen Bewertungen erstmal auch alles kein Problem. Und auf der anderen Seite der Rest der Welt und vor allem die Schwellenländer dann eben, die hatten Kapitalabflüsse oder da hat man Kapitalabflüsse befürchtet, die haben gelitten drunter, Währungen sind gefallen, Leitzinsen mussten angehoben werden, teilweise ganz deutlich und dann ist noch der Handelskonflikt natürlich gekommen oder hat sich verschärft, China, USA, schlecht für China, aber genauso natürlich auch für andere Volkswirtschaften, vor allem im asiatischen Raum. Es ist auch so, also das Wachstum nicht nur in China, sondern auch in anderen asiatischen Schwellenländern speziell, das ist zurückgegangen. Das Wachstum ist immer noch okay dort, also es ist nichts
Dramatisches, aber wir haben jetzt auch wirklich nicht mehr die Wachstumsdynamik, die wir hatten noch vor einem Jahr. Eurozone ja auch. Auch da Wachstumsrückgang im Laufe von 2018 aus verschiedenen Gründen natürlich. Also Eurozone hat eigene Probleme, den Brexit, Italien ist wieder stark hochgekocht, wie gesagt, aber auch hier Handelskonflikt, der allgemein, ganz allgemein für Verunsicherung gesorgt hat, auch in der Eurozone. Nur in den USA, da hat man lang gedacht, auch in dieses Jahr hinein, uns betrifft das nicht, weder der Handelskonflikt noch die steigenden Zinsen. Wir sind da außen vor. Und erst jetzt so langsam wird auch da den Anlegern klar, hoppla, vielleicht trifft es uns ja doch, vielleicht trifft es uns sogar mehr als andere Länder. Gerade was die steigenden Zinsen betrifft, man sollte ja meinen, normalerweise natürlich, wenn die Zinsen steigen, dann betrifft es auch die USA sogar als erstes eigentlich. Die US-Unternehmen, die sich ja refinanzieren müssen in hohem Maße, die Verbraucher in den USA, die teilweise hoch verschuldet sind im internationalen Vergleich und der Staat selbstverständlich auch. Die Staatsverschuldung ist stark gestiegen, steigt immer noch sehr stark und der Schuldendienst wird ja durch höhere Zinsen, durch deutlich höhere Zinsen auf Staatsanleihen auch deutlich teurer. Wir haben in den USA sowieso eine Haushaltspolitik, die wo sich gezeigt hat, die ist relativ unverantwortlich geworden in den letzten Jahren. So eine Haushaltspolitik wäre in der Eurozone relativ undenkbar und das Gleiche gilt auch für die Schwellenländer. Also der Markt würde Schwellenländer, die so eine Haushaltspolitik, so eine defizitfinanzierte Wirtschaftspolitik auch betreiben, der würde die hart abstrafen, wenn sich's um Schwellenländer handeln würde und nicht um die USA. Im US-Aktienmarkt ist es aber bis jetzt überhaupt kein Thema, also nach wie vor nicht, auch obwohl die Nervosität ja gestiegen ist. Aber was ein Thema ist, zumindest in den USA, oder was jetzt langsam zum Thema wird, das ist das Wirtschaftswachstum und da vor allem die Frage, bleibt dieses Wachstum so hoch, dass es die hohen Bewertungen am Aktienmarkt rechtfertigt und vor allem bleibt es auch so hoch, obwohl die Zinsen deutlich gestiegen sind, weil die Zinsen sind ja gestiegen und langsam merkt man jetzt eben so sicher, ist das nicht. Man ist da also nicht mehr auf der sicheren Seite und oder fühlt sich nicht mehr auf der sicheren Seite und das lässt sich festmachen unter anderem an der inversen Zinskurve. Da haben Sie wahrscheinlich auch schon drüber gehört. Die signalisiert normalerweise oder in vielen Fällen eine herannahende Rezession oder zumindest einen Wirtschaftsabschwung. Und da sind wir in den USA jetzt fast schon wieder so weit. Ist also in dem Sinn ein bedenkliches Signal, aber wir haben auch ganz konkret darüber hinaus, wenn man sich die Erwartungen anschaut von professionellen Anlegern, von Fondsmanagern, von Chefanalysten. Es gibt da zum Beispiel eine Umfrage von Reuters unter Institutionellen und die hat ergeben, man sieht die Wahrscheinlichkeit, dass die US-Wirtschaft in den nächsten 2 Jahren abrutscht in eine Rezession, jetzt schon bei 40%. Und das ist relativ erstaunlich, weil momentan haben wir ja noch ein sehr robustes Wachstum in den USA. Also im dritten Quartal lag es annualisiert immer noch bei 3,5%. Trotzdem die Erwartungen, die trüben sich stark ein momentan. Oder Wachstum weltweit, was da die Erwartungen betrifft, da gibt es auch eine neue Umfrage von Bank of America. Da haben sich die Erwartungen auch in kurzer Zeit stark verschlechtert. Wie man hier sieht, ist vielleicht jetzt nicht so überraschend, weil das Wachstum nimmt ja tatsächlich auch ab. Das hat man ja vielerorts auch schon konkret festgestellt in vielen Weltregionen. Aber man muss sagen, hier
In der Grafik, man sieht auch so pessimistisch wie jetzt momentan für das globale Wachstum, da war man schon lange nicht mehr, nämlich schon seit 2009 nicht mehr. Wir haben also bei den Erwartungen für das globale Wachstum den schlechtesten Wert und zwar seit fast 10 Jahren. Was jetzt die Zinsen betrifft, Wachstum und Zinsen, das ist natürlich ein wechselseitiges Verhältnis. Also die Zinsen sind gestiegen, haben wir gehört, 2018 stark gestiegen. Da hat man dann Angst bekommen. Das wirkt das Wachstum vielleicht ab. Dadurch fliehen die Anleger aber wieder in Anleihen. Und wenn sie das tun, gehen die Zinsen auch wieder ein bisschen zurück. Also sieht man jetzt auch hier wieder, das ist jetzt nur bei den Zinsen der Halbjahreschart. Also starker Anstieg, der ging dann bis Oktober, November bis auf 3,2% pro Jahr an Zins für 10-jährige US-Staatsanleihen. Das war dann aber auch der höchste Punkt, da war dann Schluss. Und seit November, durch diese Wachstumssorgen, die da gekommen sind, geht der Zins, gehen die Zinsrenditen stark zurück wieder. Und durch diesen Rückgang wäre dann theoretisch wieder ein gewisser Spielraum für Wachstum gekommen. Also der Druck durch höhere Zinsen, der sinkt natürlich durch diese Entwicklung wieder ein bisschen ab. Das wird abgepuffert. Aber was die Anleger eben schon merken, sie sind in der Zwickmühle ein bisschen durch die hohen Bewertungen am US-Aktienmarkt. Die Bewertungen sind hoch und die Anleger merken, sie kriegen in Zukunft nicht mehr beides, so wie man sich das vielleicht vorher gedacht hätte. Also wenn das Wachstum hoch bleibt, dann werden jetzt auch die Zinsen hoch bleiben oder höher gehen, steigen und niedrige Zinsen kriegt man eigentlich nur noch, wenn das Wachstum sinkt oder wenn zumindest Wachstumssorgen entstehen, wenn man sich Sorgen machen muss. Aber beides zusammen, so wie vielleicht früher, wie man sich das früher gedacht hat, das kriegt man nicht mehr. Die Nullzinspolitik, die extrem lockere Geldpolitik der Notenbank, die ist jetzt erstmal vorbei. Und darum die hohen Bewertungen in den USA, die kann man jetzt nicht mehr so leicht rechtfertigen, egal wie es läuft, so oder so, es könnte schwieriger werden. Aber diese ganze Entwicklung in den USA, was heißt das international? Was heißt das außerhalb der USA? Weil andere profitieren davon nämlich schon von dieser Entwicklung. Wenn das jetzt so durchwachsen laufen sollte in den USA, dann nimmt da ja der Zinsdruck ab, offensichtlich. Dann steigen da die Zinsen nicht mehr so, wie man das befürchtet hat. Und vor allem für die Schwellenländer heißt das Folgendes. Das heißt, dass der Faktor, der die Schwellenländer am meisten belastet hat 2018, der da die Kapitalabflüsse verursacht hat, der da Krisen verursacht hat und der natürlich im Endeffekt auch dafür gesorgt hat, dass sich da die Schwellenländerbörsen viel schlechter entwickelt haben 2018 als alle übrigen Börsen. Dieser Faktor, der fällt damit natürlich weg jetzt. Und aus meiner Sicht lässt sich da eine relativ klare Rechnung aufmachen. Wir haben Wachstumsrisiken natürlich, momentan globale Wachstumsrisiken, aber es gibt eben mittlerweile auch Börsen, da sind diese Risiken eingepreist worden, schon 2018. Vielleicht nicht ganz, vielleicht nur in großen Teilen. Aber diese Börsen, die gibt's und das sind die Schwellenländerbörsen. Und wir haben gleichzeitig neben den niedrigeren Bewertungen dort auch die Entlastung zusätzlich jetzt von der Zinsseite, also von den US-Zinsen, die nicht mehr steigen, weil man sich auch in den USA jetzt Sorgen macht. Man hat 2018 die ganze Zeit gesagt, Schwellenländer sind so riskant, aber inzwischen ist es meiner Meinung so, man hat da viele Probleme, die jetzt auf die anderen zukommen, vorweggenommen an den Schwellenländern, in den Schwellenländern und zwar nicht nur bei Aktien, sondern auch bei Schwellenländerbonds und bei den Schwellenländerwährungen und umgekehrt bei den westlichen Börsen, vor allem in den USA eben, da geht das gerade erst los, dass man solche Risiken überhaupt
wahrnimmt und anfängt einzupreisen. Und darum, wenn es schlecht laufen sollte 2019, dann ist das Risiko an den Schwellenländerbörsen jetzt möglicherweise eher geringer. Und trotzdem, wenn es besser laufen sollte, auf der anderen Seite hätten wir da trotzdem mehr Potenzial, also mehr Aufholpotenzial. Niedrige Bewertungen, dadurch mehr Potenzial und dadurch auch gleichzeitig im schlechteren Fall weniger Fallhöhe als bei den US-Aktien, wo noch ein relativ positives Szenario eingepreist ist. Also Chance-Risiko-Verhältnis von Schwellenländer-Aktien in der Tendenz, würde ich sagen, deutlich besser. Und damit besteht eigentlich mittelfristig die Chance, dass wir bei den Schwellenländerbörsen wieder eine Outperformance bekommen haben auf mittlere Sicht, eben weil man die in den letzten Jahren kritischer gesehen hat und weil da vieles hinterfragt worden ist, und dementsprechend hat es eben diese Anpassungen an ein möglicherweise schlechtes Umfeld schon gegeben. Und das kann in den nächsten Jahren auf der anderen Seite zum Vorteil werden. Was ich nicht glaube, ich glaube nicht, dass Schwellenländeraktien steigen werden, wenn gleichzeitig weltweit, also vor allem an der Wall Street, eine starke Korrektur kommen sollte. Auch wenn das vielleicht gerechtfertigt wäre aus fundamentaler Sicht, aber wenn es international Verwerfungen gibt, in den USA insbesondere, dann ist es unwahrscheinlich, dass sich die Emerging Markets da wirklich dagegen stemmen können. Aber wenn es halbwegs laufen sollte, dieses Jahr, nächstes Jahr oder irgendwann in den nächsten Jahren, dann sind die Schwellenländerbörsen wahrscheinlich der Anlageraum, der interessanter ist jetzt. Vom Wachstum her, von den Bewertungen her, vom Zinsniveau her, es spricht eigentlich alles in der Tendenz stark für Schwellenländer. Und was kann man daraus machen? Als Anleger 2019 hat natürlich jeder seine Strategie und seinen Anlagehorizont. Ich persönlich, ich würde nicht voll in Aktien gehen, erstmal zumindest 2019. Ich würde das auf keinen Fall tun, weil es gibt Risiken, das sehen wir und hören wir ja jeden Tag. Die Märkte sind wackelig, aber je breiter man streut, je langfristiger man denkt, umso mehr Risiken kann man sich natürlich auch leisten. Das muss jeder für sich selber einschätzen, das ist klar. Die Stimmung insgesamt momentan ist schlecht, das haben wir ja schon betont. Das kann man auch positiv sehen, oder das hat insofern zumindest einen positiven Aspekt, dass vielleicht schon einiges für einige Regionen zumindest eingepreist ist an negativen Entwicklungen. Und das Wachstum insgesamt, das globale Wachstum, das geht zwar ja auch zurück, aber wie erwähnt, da ist die Lage ja auch noch nicht katastrophal. Im Großen und Ganzen ist es schon in Ordnung, zumindest so wie die Sachlage jetzt momentan ist. Und was man auch immer bedenken muss, es wird auch am Aktienmarkt nicht immer aus jeder Korrektur, die sich andeutet, ein Crash. Und man darf nicht vergessen, wer jetzt kauft, wer jetzt erste Käufe vornehmen sollte, der kauft jetzt natürlich schon viel billiger ein als vor einem Jahr, als alle noch sehr gern zugekauft haben, als die Stimmung noch ganz hervorragend war. Ich sehe auf jeden Fall die Schwellenländer mittelfristig, langfristig positiv. Sie sind natürlich abhängig von der Wall Street. Wenn es Verwerfungen gibt, dann würde das sicherlich auch die Schwellenländer treffen. Aber ich glaube, auf mittlere Sicht, die Schwellenländer können wieder outperformen. Und ich würde so langsam mal anfangen, Schwellenländer höher zu gewichten im Portfolio, und zwar vielleicht auch nicht nur Aktien, sondern auch Bonds. Wir haben in den Schwellenländern sehr hohe Zinsniveaus mittlerweile im Durchschnitt, eben auch durch diese ganze Anpassung an das US-Zinsniveau, und diese hohen Zinsniveaus haben wir bei einem gleichzeitig sinkenden Wachstum, ein Wachstum, das weltweit wahrscheinlich schon sinken wird und damit verbunden auch ein weltweit sinkender Inflationsdruck. Und wer sich noch gar nicht beschäftigt hat mit Schwellenländern bis jetzt, dem kann ich nur empfehlen, damit anzufangen jetzt. Dafür gibt es uns auch.
Unter anderem Zukunftsmärkte. Wir informieren viel über Schwellenländer und das nicht nur hier auf dem Kanal, sondern auch in unseren Reports. Da geht es dann immer ins Detail und die Reports können Sie auch kriegen, umsonst und völlig unverbindlich. Man muss sich nur kurz anmelden unter www.zukunfts-märkte.de. Kommen umsonst ins Postfach mit unseren Tipps und unseren Aktienmarktempfehlungen. www.zukunfts-märkte.de. Link ist auch hier nochmal unter dem Beitrag. Alles in allem 2019 als Börsenjahr schaut also erstmal ein bisschen schwieriger aus, aber ich glaube, Chancen gibt es schon auch jetzt, und zwar, wenn ich mir die Bewertungen so ansehe, auch gar nicht so wenig. Es wird auf jeden Fall ein spannendes Börsenjahr und ich wünsche Ihnen einen guten Rutsch dorthin in dieses neue Börsenjahr mit tollen Investments, die Sie hoffentlich tätigen werden, mit denen Sie den Markt dann um Längen schlagen werden. Wir helfen Ihnen dabei. Viel Erfolg im neuen Jahr, positives Neujahr und alles Gute und natürlich wie immer herzlichen Dank fürs Zuschauen.